Und siehe an, die Tradition geht weiter. Eine Fliege. Und die Tradition geht nochmals weiter. Keine Ahnung, was für eine. Genau. Also, aber eine spezielle von mir aus. Oh, sie ist schon weg. Ja. Hier schwänzelt jemand. Ja, die gemeine, also eine Winterlibelle. Ich habe sie als die gemeine Winterlibelle bestimmt. Ganz 100% sicher bin ich natürlich nicht. Es gibt nur zwei Arten in Europa, die gemeine und die sibirische. Sie sind etwa 4 cm lang. Braun gefärbt. Genau. Und die Männchen und die Weibchen, die unterscheiden sich eigentlich nicht. Von den Farben her sind sie nicht zu unterscheiden. Und von der Musterung? Auch nicht. Kein wesentlicher Unterschied. Aber ganz hübsch. Sie sind hübsch, ja. Und was wirklich speziell ist bei der Winterlibelle, sie überwintern als Libelle selber. Das ist ungewöhnlich bei den Libellen. Ja, normalerweise ist das die Larve im Wasser, genau, die überwintert. Ja. Und daher werden sie auch alt. Sie werden circa 11 Monate alt. Methusalem, so ein Drittel. Ja, eigentlich schon, ja. Weil andere Arten werden nur so 14 Tage bis 3 Monate überleben sie als erwachsene Libelle. Und sie spricht. Ja, etwas unverständlich, aber ich denke, sie wollte auf YouTube, oder? Ich nehme an, ja. Und sie hat gefragt wegen der Gage, also... Ja. Es gibt Futter, natürlich ein reichhaltiges Buffet, selbstverständlich. Und sie lieben wirklich die braunen Stängel oder kleine Äste, dass sie sich gut tarnen können. Und sie haben richtige Mordinstrumente an den Beinen. Mordio-Stacheln, ja. Riesige Stacheln. Was? Also riesig. Diese Stacheln hier, wenn die Libelle 4 cm ist, sind sie etwa 2 mm ja, lang. Und hier ein Schnellkäfer. Ja, den haben wir einmal erwischt beim Laufen. Das war ein Glücksfall. Im Allgemeinen, wir sind nicht so schnell mit der Kamera. Ja. Leider habe ich keinen Namen für diesen Schnellkäfer. Also keine deutsche Bezeichnung. Ja, ich bin auch nicht sicher, ob Willis, ob der lange zweiköpfige, ja, nein, fünffüßige, ob wirklich alles die gleiche drei Art. Drei Hopf, so wie Wissenschaftler. Vielleicht gibt es ein bisschen verschiedene Arten in diesem Film, weil sie sind schwer zu unterscheiden. Ja, jedenfalls. Er wollte sich sehr gut präsentieren auf dieser noch nicht geöffneten Blüte. Er fand das wie eine Bühne, oder? Ja, das hat er auch, ja. Ja, und das ist für ihn ein Privileg, auf YouTube zu erscheinen. Er hat da wirklich sehr viel Aufwand betrieben. Jetzt ist er schon weg. Er hat... Also dieses Bild, das haut mich jedes Mal fast um, wenn ich das sehe. Es ist wirklich einmalig. Das ist die Paarung von Schnellkäfern. Und das Männchen hinten wie auf einem Fakirbrett. Ja. Beine angezogen. Das ist so extrem. Das ist doch, aber das habe ich noch nie gesehen. Nein, ich auch nicht. Aber ich denke, das würde sonst nicht funktionieren. He? Wahrscheinlich, ja.
Sie haben da keine beweglichen Geschlechtsteile hinten und Es sieht müssen so so aus, ja. andocken. Ja, er hat Oh. genug. Aber sie ist stur, oder? Ja, noch nicht fertig. Nein, gib noch was. Also das war unglaublich. Es war wirklich speziell. Schade, konnten wir nicht filmen, wie das zustande gekommen ist. Ja, die Ob er war. sich zuerst auf den Rücken legen muss oder ob er sich drunter schiebt. Wir waren zu spät. Ja. Hier bewundert er seine Welt, weil alles, was man hier sieht, das gehört ihm, oder? Ja, sicher, ja. Oder es ist ein großer Denker. Nein, er schaut einem Jogger zu. Ah, okay. Siehst du? Es gibt Jogger im Wald. Und das war ein schneller. Ein langsamer, ja, mit so Stöcken wahrscheinlich. Oh, der war wieder schnell. Das hat dir gefallen anscheinend. Ja. Das ist ein abrupter Wechsel. Ja. Und ich denke, es ist eine Herbstspinne. Sie ist schön. Ja. Glücklicherweise fast kein Wind. Ja, hat man auch selten, wenn sie so im Netz hängen. Ja, dass Das, es ruhig ist, ja. ja. Hier hat sie ihr Nest, also ihre Spinnwabe, hat sie da repariert. Ich denke, das ist das Männchen, oder? Weil die Farbe ist schon ziemlich unterschiedlich gegenüber der vorher. Das könnte sein, Und das ja. Männchen ist auch kleiner, das ist etwa 7 mm und das Weibchen etwa 1 cm. Das wäre wieder das Weibchen. Ja, und sie hat gerade, zack, eine Schmeißfliege, oder was ist das für eine Fliege? Ich glaube, sie gehört zu diesen, ja, eine ganz spezielle Fliege hat sie erwischt. Gefangen und wickelt sie gleich ein. Das geht ziemlich rasch. Ja, und dann hat sie sie immer wieder nach oben gezogen Ja. und weiter oben jetzt wieder verankert. Unten ein Faden, oben ein Faden und jetzt kann sie sie einfach so drehen. Aha, unten abgekniffen und schon wieder nach oben gezogen. Da hatten wir wirklich Glück, dass es kein Wind gab. Ja. Sonst würde das ganz anders aussehen. Ja. Und auch eine ruhige Hand, um die Schärfe immer wieder nachzustellen. Ja, die Fliege ist am Ende. Ja, das hat trotzdem ziemlich lange gedauert. Und jetzt kommt der Biss. Ja. Jetzt wird sie betäubt und vergiftet und Und ausgesaugt. ausgesaugt. Ja, das war wirklich windstill. Ja.
Das wär's. Bis später. Bis dann.